Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Forest Village. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Und ja, wir haben Spätsommer im Jahr 3. Oben werden schon fleißig Kartoffeln abgebaut. Fettbäume wachsen jetzt schon hier wieder zwischen. Sieht einfach ganz anders aus an der Umgebung. Hier haben wir Flachs oder was? Nee, Weizen habe ich angebaut, weil ich wollte ja irgendwann mal eine Bäckerei haben. Wird das denn auch schon abgebaut? Ich denke, meine Kartoffeln sind schon fleißig dabei. Und da drücke ich einfach mal auf den Korb. Eventuell holen sie sich die dann raus. Ich habe wieder nicht drauf geachtet. Ja, bla bla bla. Ich bin wieder doof. 56 von 168, das reicht mir aber. Wir haben ja auch noch ganz schön was auf Lager. Denn bald kommt schon wieder der Winter. Gut, was ist in den letzten Folgen verpasst? Der jetzt erst einschaltet. Ich habe erstmal mega viel dämliche Sachen rumgeklickt. Habe dieses Gebäude hier auf Upgrade geschaltet. Dann sind die Leute, die da drinnen wohnen, obdachlos. Vor allen Dingen, wenn sie noch 5 andere Bauprojekte gleichzeitig dann machen müssen. So kommt man dann einfach nie auf den grünen Zweig. Die Leute verhungern und erfrieren. Weil die können dann tatsächlich nicht intelligent genug sein, um in diesem Haus, was zum Beispiel leer ist, umzusiedeln, solange das hier in der Renovierung ist. Gut, danke nochmal für die Tipps auf jeden Fall von eurer Seite, Herr Pappnase. Den nehme ich das auf keinen Fall übel, um Gottes Willen. Ich hoffe, ich habe das nicht falsch verstanden. Wo er mich in der Luft zerrissen hat, habe ich ja gesagt. Aber nein, ihr habt ja recht. Ich werde mir ein bisschen mehr kontrollieren, ein bisschen mehr Mühe geben. Logisch, wollte ich eigentlich von vornherein. Erstaunlicherweise lebe ich ja noch und schon Jahr 3. Und wir besitzen auch schon eine Mine. Die Mine ist auch bearbeitet, also da ist ein Mensch drin. 12 können hier drin arbeiten, wenn ich es richtig verstanden habe, die E-Mail. Ich habe es ja gerade gelesen. Aber das ist alles so ein bisschen Kuddelmuddel, ne? Mit Ressourcengrenzen und sowas alles. Da muss man sich so ein bisschen reinfuchsen. Aber allzu schwer ist es auch nicht. Guck mal, ihr holt jetzt schon hier das Weizen vom Feld. Sehr schön. Gut, ja, wie gesagt, wir sind in zweifacher Geschwindigkeit. Alles dauert ein bisschen länger. Ist aber besser als einfache Geschwindigkeit. Macht mich eigentlich auch ganz glücklich. So, wenn wir jetzt mal wieder Bäume fällen würden, wäre es eine schöne Sache. Wir sind 2 Arbeiter, das ist nicht viel. Wählen wir mal aus hier. Kann ich die auch einzeln auswählen? Ja, ne? Weil die Kleinen, die lohnen sich eigentlich mal gar nicht. Ja, vor allem hier, der Dicke, der... Oh, die sind da doch fleißig befohlen. Ups, hab ich's gesagt. Dann lass die mal hier weiterfällen, die beiden. Und die bringen uns gut Holz rein. Wir werden gut Erz bekommen. Denn das brauchen wir auf jeden Fall, wenn wir zum Beispiel eine Bäckerei haben wollen. Ne, später gibt's einen Hafen. Unsere Leute, die wandern dann sozusagen in anderen Gefilden aus, sammeln Erfahrung, kommen wieder und bringen Rezepte mit, wenn ich das richtig verstanden habe in dem Spiel. Und das Ganze ist ja ziemlich cool gemacht. Ziemlich geil. Ich liebe dieses Spiel. Es macht Spaß. Gut, wie gesagt, Axel hat mir eine E-Mail geschickt. Da hat er mir wirklich Bilder mit roten Kreisen, also richtig gut für mich erklärt. Kann ich leider jetzt schlecht zeigen, weil wenn ich das jetzt zeige, dann... Ich versuch's einfach mal, ne? Wartet. Schwarzer Bildschirm. Ich ziehe mal das Bild hier rüber. Da ist er. Ich hoffe, ihr seht's. Er hat es mir tatsächlich ordentlich erklärt, sogar mit Hallo Tim. Also super lieb, Dankeschön dafür. Und da erklärt er mir auch, welche Zahlen wofür da sind. Ich habe es zwar gerade gelesen, aber ich habe schon wieder vergessen. Also wirklich, hier steht's ja. Ne? Die erste Zahl, rot im Kreis, bedeutet, dass auf diesem Feld ein Bauer arbeitet. 3 können arbeiten, einer arbeitet, wenn ich das richtig verstanden habe, ne? Okay, ich habe bestimmt Scheiße gebaut, da. Ich bin der Meinung, dass man den Wert nicht verändern sollte, einfach so lassen. Ja gut, ich überspringe, ich habe es gerade einmal ganz gelesen. Die Zahl, die dritte Zahl, das wäre die, rot im Kreis, da hatte mir wieder roter Kreis drum, ist die Anzahl der Bauern, die du beschäftigt hast. Also ich habe insgesamt 3 Bauern und einer arbeitet auf diesem Feld. Okay, ist das richtig? Habe ich es richtig? Ich habe es richtig, oder? Einer arbeitet auf dem Feld. Okay, guck mal, ich verdrehe schon wieder alles. Einer arbeitet auf dem Feld. Und das bedeutet... Was, Quadratmeter 1xb? Was soll das bedeuten? Wenn man Fenster dann erstmal öffnet, so roter Kreis. Die Anzahl der Bauern gezeigt, die maximal auf dem Feld arbeiten können. Okay, dann rate ich es langsam. Einer arbeitet da, 3 können arbeiten, 3 Bauern habe ich. Einer arbeitet, einer könnte nur auf dem Feld arbeiten. Also wenn das... Wenn ich jetzt das mehr mache, dann können wir auch mehr arbeiten, schätze ich mal. Und 3 Bauern haben wir insgesamt. Also auf dein Beispiel. Gut. So, dann wollen wir weiter zocken. Pupp. Sorry für die kurze Pause. Ich werde mir das mal genau angucken. Sorry, weil ich habe heute Zeitdruck. Deswegen, ich wollte mir das eigentlich gemütlich durchlesen, genauso wie die Kommentare. Die habe ich zwar jetzt durchgelesen, aber das sind wirklich momentan viele Kommentare. Nicht nur hierzu, vor allem zu Subnautica. Da kommt man mal ein bisschen aus dem Konzept und muss sich ein bisschen mehr konzentrieren. Also ich brauche mal einen Tag Pause, glaube ich. Gut, die Holzfäller fällen Holz. Das sind die hier. Also was heißt Holzfäller? Baumeister, ne? Dann haben wir einen Fischer. Wir haben keinen einzigen Jäger. Wir haben
ein Minenarbeiter und wir haben zwei Bäuerinnen. Ist das eigentlich immer noch unsere gute alte Chica? Lydia, ein... Oh Mann, die werden immer älter. Wir besitzen 4 Jugendliche, die bald hoffentlich arbeitsfähig werden. Ein Baby, sprich 11 Leute. Und 6, ja, Ausgebildete sozusagen. Die Nina 3, die schleppt schon mit 3? Ich dachte, die arbeiten erst mit 6. Aber sie hat ja einen Job. Schaut euch das an. Ich dachte, die arbeiten erst mit 6. Bin ich jetzt dusselig? Siehst du, sowas bringt mich mal durcheinander. Axel. Gut, mein Headset-Kabel verwickelt sich immer wieder und stranguliert mich halb. Gut, wir müssen einfach nur warten, bis die nächsten arbeitsfähig sind. Dann können wir die weitere Aufträge erteilen. Und wir brauchen natürlich, bevor wir jetzt hier große Bauaufträge geben, wie eine Bäckerei, natürlich ja auch erstmal Ressourcen. Ne? Die Erze kosten sehr viel. 3 sind hier drin gerade, okay. Wenn ich jetzt mal schauen gehe, tue, was die Bäckerei kostet, sehen wir, dass die 170 Erz, Heu kann man ja auch sammeln lassen. Also das ist gar nicht so teuer. Ja, aber das Holz haben wir jetzt momentan noch nicht. Also müssen wir erstmal fleißig Ressourcen sammeln lassen. Ich möchte ungern irgendwas abbestellen. Wir brauchen dringend mehr Gemüse, definitiv. Ja, aber sie ist ja fleißig dabei. Aber ich habe halt leider wegen meinen, wie soll ich das beschreiben? Mein Inferno, mein Klick-Inferno, was ich über diese, über Knödelhausen, gegeben habe, leider Bürger vernichtet. Und dementsprechend haben wir jetzt nur 6 Arbeitswege und deswegen dauert das alles noch viel länger hier, ne? Herbstbeginn. Das ist sogar Real Life gerade so, sehr interessant, aber wir sind nicht im Jahr 3. Haut doch mal ab, ihr blöden Bären. Jetzt hol ich die Lydia hier. Jetzt hol ich die. Jetzt habt ihr die Arschkarte. Das sage ich euch. Nee, Jane. Jane. Mach den Bär platt. Man darf die Maus echt nicht schnell bewegen, also ist... Jetzt kommt Jane. Jetzt habt ihr echt die Arschkarte. Sogar automatisches Speichern. Die wüten hier auf die Felder, die Bären. Gummibären. Und? Ich finde das so irre, dass ein 3-jähriges Mädchen sowas hinkriegt. Die nimmt sogar 3-mal Leder mit nach Hause dann. Was ich sehr cool finde. Da war noch ein Kind. Ja, sorry, dass gerade ein bisschen langwieriger ist, aber wirklich, die Kinder müssen erstmal älter werden, die jetzt leben. Und ich weiß gar nicht, hätte ich diese Fehler denn auch gemacht, wenn ich dieses Haus gar nicht gebaut hätte? Das war ja irgendwie so eine dumme, spontane Entscheidung. Wow. Ich kann nichts sehen. Das ist Kabir und das ist die Nina. Mann, wir haben viel zu viele Kinder. Aber ich bin ja froh darum, weil das sind ja unsere zukünftigen Arbeiter, ne? Weil die anderen, die werden ja auch mal älter und sterben an Altersschwäche. Ist ja auch so eine Sache. Na du? Ach komm. Wolf. Sie nimmt mit 2-mal Leder. Kabir, den können wir anklicken, glaube ich, so, ne? Und so ansteuern. Müssen wir nicht immer so ausfummeln. Du gehst... Erze sammeln wir ja schon. Was ist das? Das ist doch Obst, oder? Also man kann manuell holen gehen. Boah, hast du schnell. Was, 14 Obst hast du mitgenommen? Jane, Obst holen. Das ist auch Obst. Boah, das sieht aus wie Bären. Guck, wie schnell vor allen Dingen. Was? 3. Warum sind die jetzt so fix? Ich habe doch nur zweifache Geschwindigkeit. Milani, die will ich nicht irritieren. Er bringt wieder 6 schlappe Erze. Also wirklich, bis man da richtig was zusammenbekommt. Also ich werde das ein ganz, also ich hoffe, dass wir jetzt, also zusammenarbeiten vernünftig. Also ich bin ja jetzt ein bisschen Quertreiber gewesen, habe immer alles anders gemacht, als ihr mir das geschrieben habt. Aber nach dieser Folge vor allen Dingen, also werde ich mich sehr bemühen, das alles auch entspannt lassen hier. Also nicht in 10-facher Geschwindigkeit, weil mir das doch ein bisschen zu fix ist. Außer man hat mal einen großen Bauauftrag oder man wartet mal, dann ist das natürlich auch safe. Und das Feld ist leer. Dann haben wir 172 davon. Aber ich will natürlich auch eure Tipps wahrnehmen und dementsprechend auch ja, ein ordentliches Knödelhausen aufbauen. Da habe ich richtig Bock drauf und auch ich akzeptiere auch diese langsame Geschwindigkeit des Spiels und will das eigentlich eher genießen, muss ich zugeben. Da kommt noch eine Ladung Holz. 13, 9, das ist schon mal in Ordnung. Und jetzt kriege ich natürlich die Tipps für einen Anfänger, aber ich will gerne wissen, welches Gebäude ich als nächstes bauen sollte. Ich würde einfach eine Bäckerei bauen, ehrlich gesagt. Aber ich glaube nicht, dass das eine gute Idee ist. Jetzt haben wir Herbst. Der kann ja auch im Winter. Der wird aber Brennholz verbrauchen, was wir auch wieder produzieren müssen, merke ich gerade.
Da muss ich irgendwann später... Also im Winter kann ich ihn ja noch abstellen, den Baumeister. Dass der aus dem Holz, das wir sammeln, dann auch... Man muss immer aufpassen, dass man genug Ressourcen hat. So viel ist schon mal klar. Hups, wollte ich noch gar nicht bestellen, sozusagen. 290 Holz, also das haben wir noch nicht. Wir brauchen einfach mehr arbeitsfähige Menschen. Ne, sonst wird das hier nichts. Zwei haben aber momentan nichts zu tun. Wo sind die faulen Säcke? Kann das sein? Ach, guck mal. Das eine Feld ist ja wieder frei. Jetzt kommt wieder die E-Mail. Nee, ich will einen Bauer haben. Der soll auch hierauf arbeiten. Das ist völlig in Ordnung. Wir haben jetzt einen Bauer und einer ist auf Reserve. Der dürfte dann rein technisch, was habe ich mir jetzt gerade gedacht, mit Holzfällen. Na, der kann dann so mitarbeiten. Dann habe ich jetzt drei Taugenichts rumlaufen. Vielleicht wegen den Speichern. Vielleicht hat das ja vergessen zu übernehmen. Erstmal, wham! Erstmal alles löschen. So. Fäll diesen Baum. Ups. Fäll ihn. Abbrechen. Weiß ich nicht. Manchmal sieht man das X ja nicht. Man soll schon ordentliche Bäume nehmen. Ja, hier sind die ganzen Kleinen dazwischen. Ich hoffe, die fangen jetzt mal an, weil da sind drei wirklich arbeitslos, ne? Wieso? Macht er denn auch Holzfällarbeiten? Ich kann ja gar keinen zuweisen. Das liegt daran, weil alle beschäftigt sind. So, 1-1-1, dann beobachte ich mal, was der tut. Es ist ein Forsthaus und für mich hört sich das an, als ob der irgendwas mit Bäumen macht. Ich glaube aber, der pflanzt die nur. Das ist das Komische. Ist er schon da? Nee, das ist... Die geht Baumhacken. Jetzt geht's so hacken. Ja, ist aber mal nett. Dankeschön. Aber warum gilt Lydia denn als arbeitslos sozusagen, als nichtstuend? Ey, wo habe ich denn die Bäume markiert? Ey, 10.000 Kilometer weg. Sie gilt aber auch als, ich tue gerade nichts, ne? Auch wenn sie was tut. Oh, wieder ein Gewitter. So, was passiert hier? Das ist die Frage. Wir haben ein Ressourcenlimit, ne? Hier steht's. Ach, man kann entscheiden, was gemacht wird. Baumpflege? Was? Nee. Bäume pflanzen? Ausblenden, anzeigen, Bäume fällen. Also, ist das schon ein Holzfäller, ne? Der so ein Radius immer wieder abholzt. Aber das ist doch kacke, dann sind doch immer voll kleine Bäume nur. Also haben wir doch schon einen echten Holzfäller, der wirklich nur Holz fällen soll. Mal schauen. Alter. Was geht hier ab? Kümmert sich einer um den Gigantobaum hier? Da will ich einfach mal in mein Beet rein. Wir sind stolze Besitzer von 171 Kartoffelchens. Und Hafer und Flachs haben wir tonnenweise. Ich weiß auch gar nicht, was ich damit machen soll. Und ich hoffe, dass das den Ertrag so ein bisschen maximiert, was das Holz betrifft. Aber ich sehe keine Sau, der sich jetzt darum kümmert. Mann, ist das laut. Wo ist denn der Holzfäller? Guck sie mal an. Welcher ist denn das? Wem habe ich denn jetzt hier aktiviert? So ein Baum. Da. Nur Holz. Lydia ist es. Sie kümmert sich nur um die Bäume in dem Radius davon. Fällt die alle ab und wir können auch bestimmen, dass sie die wieder, also wieder neue Bäume pflanzt. Vielleicht ist das ja ertragreicher dann. 11. Vielleicht bringt das ja auch nur dahin. Oder bringt das in Lager? Nee, das scheint. Ich mache ja genau das, was alle anderen machen, ne? Die machen es ja automatisch genauso und sind einfach nur Bauarbeiter oder Baumeister, ja. Die wollen bestimmt den Meistertitel erwähnt haben. Feuerholz wird weniger, aber ist also ein Zwoge. Machen aber doch gerade eine Ladung Holz. Ein Steinbruch wäre noch eine wichtige Sache. Ich kann nicht die Kinder immer schicken, Steine holen, das glaube ich doch zu gemein. Und das Ganze wäre nicht Steine sammeln, kann man ja auch. Aber wir können ja einen abstellen, der
dann dafür zuständig ist. Was wieder doof ist, weil wir wirklich nur 6 Leute haben. Das Gewitter ist ja furchtbar. Nein, ungünstige Jahreszeit. Bauarbeiten, Häuser, wo war es denn jetzt? Hier. Da, ein Bergwerk, Lehmmine, ein Steinbruch. Boah, 510 fucking Holz, ey, das ist voll teuer. Aber ich gucke einmal kurz. Na, da sehen wir auch wieder Zahlen. Kann ja nicht gebaut werden. 0, 0, 0. 0. Direkt in eine Basis, würde ich ja sagen. Ich will das doch nicht so weit wegbauen, ne? Ist aber sehr, sehr wählerisch, ne? Na, hier wird er mir, glaube ich, ganz gut gefallen später. Aber ist wirklich nicht viel. Sieht immer so viel aus, wenn man es bewegt. Aber ist das nur eine kleine Minizahl? Das müssen wir später aus eruieren, was uns da gut gefällt. Dafür fehlt uns tatsächlich auch noch das ganze Holz. Aber wird gerade gesammelt, ne? Also gerade sind sie fleißig. Aber ich sehe gar nichts mehr. Ist einfach nur noch schlechtes Wetter momentan. Ist ein neues Kind dazu gekommen, ne? Der Name mir so fremd vorkommt. Du kannst Blumen pflücken. Was sammelt sie dann? Guck mal, sie 12-mal. Und sie würde sonst nichts nach Hause bringen. Ne? Und das ist so nah zu Hause, das Zeugs. Also eigentlich krass. Was ist das hier? Das ist ja wohl nichts, ne? Was pflückt sie denn dann da? Das kleine Kind mit der Sense. Sensekind. Und nimmt mit Heu. Sie hat Heu gesammelt. Auch gut. Ich finde das am geilsten. Das macht mir irgendwie richtig Spaß, dass die diese kleinen Charaktere selber ausgewählt. Also dass, ob das Kinder sind oder nicht, ist mir eigentlich egal. Es ist halt ein funktionierender Charakter, den ich hier Pilze sammeln lassen kann, alles Mögliche. Und der bringt jetzt Gemüse nach Hause, ne? Aber wirklich. 10! Da kommt man da schon so beim Winter mit. Vorhin stehen die alle doof hier drum. Oh, er ist bald arbeitsfähig, der Kabier. Du. Da muss er gleich mal eben Horn blasen. Und der Erz wird gesammelt. Komm, pflück das hier. Sieht aus wie Cannabis. Also man könnte sich ziemlich lange beschäftigen mit einem Charakter. Ne? Das ist, der dann ganz fleißig die ganze Zeit alles abbaut. Oder zwei oder sowas. Und ab und zu mal eine Trompete blasen. Und Pilze aufheben. Und dann 10 boah, Obst wegbringt. Okay, wir werden immer mehr Leute. Ne? Dann wird es auch natürlich immer reichhaltiger, was wir brauchen. Und da muss man dann halt dementsprechend managen. Dass auch immer genug von allen da ist. Ne? Nina. Schöner Name, Nina. Ich würde euch ja verraten, dass meine Eltern mich Nina nennen wollten, wenn ich ein Mädchen geworden wäre. Ja, vor 34 Jahren wusste man nicht so 100%, was das wird. So ein bisschen Lagerfeuer. Oh, mein Sohn. Hallo, Ben. Alles gut? Ich bin gleich fertig. So. Wir sammeln weiter fleißig Material, damit wir hier die nächsten Gebäude bauen können. Ich habe mit Absicht... Ben, hör mal bitte auf. Also das muss ja jetzt wirklich nicht sein. Das ist ein Ballon jetzt hier. Zerreibst. Also, ich habe mit Absicht jetzt keinen Bauauftrag gegeben, dass ihr mir in die Kommentare schreiben könnt, was soll ich als nächstes für ein Gebäude bauen. Die Kartoffeln, die können noch abgebaut werden, solange sie noch da sind, ne? Das wollen wir dann noch ausnutzen. Und sammeln weiter Material und das wird dann das nächste Gebäude, was ihr mir sagt. Und da kommen auch bald wieder Arbeitskräfte. Also es geht wieder bergauf mit Knödelhausen. Danke fürs Zusehen. Bis zur nächsten Folge.